Community. Ich möchte euch heute mal kurz und knapp erzählen, worum es überhaupt in meinem YouTube-Channel geht. Und zwar habe ich seit über einem Jahr einen Blog und in dem berichtige ich über die Work-Life-Balance. Ich schreibe über mein Arbeitsleben und über mein Privatleben und wie wichtig es ist, eine Balance darin zu entwickeln. Es ist unglaublich schwer, wenn man den ganzen Tag nur am Arbeiten ist, am Ende noch ein Privatleben zu haben. Und es kommt sehr häufig vor, so wie bei euch wahrscheinlich auch, dass man Probleme hat. Probleme, Schwierigkeiten. Wie setze ich im Alltag die Balance um? Wie kriege ich eine Balance zwischen mein Working Life und mein Private Life? Und dieses Thema ist durchaus sehr interessant, weil es unglaublich viele Menschen gibt, die genau dasselbe denken wie ich manchmal auch. Wie bekomme ich eine Balance? Wie kann ich mein Leben positiver gestalten? Wie bekomme ich, was ich haben möchte in meinem Leben? Und darum geht es im Prinzip. Die ganze Zeit auf meinem Online-Blog rede ich mit meiner Community darüber, wie man eine Work-Life-Balance hinbekommt. Ich habe zum Beispiel mein Journal, da berichtige ich über mein Privatleben, über mein Arbeitsleben. Zurzeit habe ich eine Dokumentation am Laufen, wie das Arbeitsleben in den letzten 10 Jahren war. Eine sehr interessante Artikelserie. Dann habe ich zum anderen noch das Frauenleben. Frauenleben ist auch immer sehr interessant. Wie gestaltet sich das Frauenleben zwischen der Arbeitswelt und dem Privatleben? Da es unglaublich schwer ist, als Frau eine Balance zu finden. Weil ihr kennt das selber, die Rassismusvorwürfe gegenüber Frauen, dass Frauen nicht gleichberechtigt sind im Gegensatz zu Männern, dass wir nicht dasselbe dürfen und natürlich stoßen wir Frauen schon mal an unsere Grenzen. Es kommt vor, dass wir diskriminiert werden, dass wir herabgesetzt werden. Es kommt sehr häufig vor, dass wir doppelt so viel arbeiten müssen, aber wir kriegen nur weniger als die Hälfte an Respekt. Und das thematisiere ich in meinem Blog. Also ich versuche auch, das Leben so positiv zu gestalten, dass ich mit euch darüber rede, wie man das Leben zu einem Besseren wendet. Und darum geht es halt hauptsächlich in meinem Blog. Ich spreche natürlich auch an, also bestimmte Themen an wie Zero Waste und ein Food Diary, weil gerade die Menschen, gerade Frauen, die an PCO leiden, und daher erhöhte Probleme haben, Kinder zu bekommen, die Ernährung dementsprechend umstellen müssen. Und seit 2 Jahren, also ich gehe jetzt ins zweite Jahr mit meinem Blog, da habe ich mir schon eine gewisse Community aufgebaut und die möchte ich natürlich jetzt auch auf YouTube präsentieren. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du dir mein Video ansiehst, weil du vielleicht ein Teil meiner Community sein möchtest. Und ich freue mich natürlich auf dich. Komm einfach mal vorbei, schau dir meinen Kanal an, schau dir meine Videos an. Vielleicht hast du auch Interesse, mich auf meinem Blog zu besuchen. Dann komm einfach vorbei. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch Teil meiner Community sein möchtest und mich natürlich abonnierst. Und du aufgrund dessen natürlich auch kein Video mehr von mir verpasst. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder.